Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Matthäus Kapitel 7, Verse 7 bis 9. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Was könnte der Grund dafür sein, wenn mich mein Sohn oder meine Tochter um Brot bittet, ich ihnen aber einen Stein gebe? Ich könnte sie falsch verstanden oder nicht richtig ihnen zugehört haben. Auch wäre es möglich, dass ich mir einen üblen Scherz mit ihnen erlaube. Vielleicht gibt es Eltern, die im übertragenen oder tatsächlichen Sinne manchmal so handeln. Im Normalfall geben wir unseren Kindern, was sie brauchen und worum sie bitten. Sicher ist, dass Gott, was unsere Gebete und Bitten betrifft, eine große, genauer gesagt himmlische Feinfühligkeit, Empathie und Aufmerksamkeit besitzt. Mehr als Eltern das könnten. Gott ist gut. Und darum kann er über alle Maßen mehr für uns tun, als die besten und liebsten Eltern es je könnten. Matthäus 7,11. Unseren Bitten als gläubige Menschen ist im Grunde überhaupt kein begrenzender Rahmen gesetzt. Johannes 15,7. Fragen wir uns, wann ich denn wirklich und tatsächlich etwas will vor Gott? Woran kann man das festmachen und erkennen? Nur weil man erwachsen ist und vielleicht schon lange gläubig, muss dies nicht automatisch bedeuten, dass man mit seiner altersbedingten Ernsthaftigkeit und seinem vielleicht entwickelten Verantwortungsgefühl vor Gott und anderen Menschen nun mit seinen Gebeten mehr oder überhaupt etwas erreichen kann. Hier sei darauf hingewiesen, dass wir, was die Wahrnehmung des Reiches Gottes betrifft, wie die Kinder sein sollen. Lukas 18,17. Also mit Erfahrung oder entwickeltem Verantwortungsgefühl ist damit eher nicht beizukommen, sondern ein Kind hat nicht solche Ernsthaftigkeit oder so ein Verantwortungsgefühl. Ein Kind glaubt eben, wie ein Kind glauben kann und soll. Und das bedeutet einfach ohne Berechnung, vertrauensvoll, mit einer gewissen Erwartungshaltung, aber auch mit Dankbarkeit und Liebe im Herzen. Kinder sind nicht berechnend, sondern vertrauensvoll. Und sie wissen zumindest immer ziemlich genau, was sie nicht wollen. Von Natur aus sind wir Menschen wohl alle mehr oder weniger kritisch veranlagt. Berechtigterweise muss man aber auch sagen, dass die Welt, in der wir leben, es einem leider oft schwer macht, Vertrauen zu entwickeln. Andererseits sollen wir mit der Welt ja auch keine Freundschaft schließen. Jakobus 4,4. Wenn wir es schaffen könnten, uns vor unserer Kurzsichtigkeit, jedem Egoismus, aller Gefühlsduselei und auch jeder Religiosität frei zu machen, wüssten wir dann noch, was wir wirklich wollen? Sind es nicht gerade diese Dinge, die unsere Bitten oft stark beeinflussen? Es ist nicht verkehrt, einen eigenen Willen zu haben. Wenn ich Gott um etwas bitte, dann sollte darin auch mein eigener Wille enthalten sein. Ansonsten wäre es ja nur frommes Geplapper. Matthäus 6,7. Was wollen wir wirklich? Wir sind sicherlich keine Heilig-Geist-Maschinen, sondern gläubige, lebendige Persönlichkeiten, denen Gott Profil und Verantwortung und eigenständiges Denken geben will und auch zutraut. Sicherlich nicht automatisch und nicht ohne unser Mitwirken, ohne unsere Verantwortung, unsere Einstellung, das ist klar. Und manchmal muss Gott uns auch mit einem gewissen Nachdruck, wenn wir hartherzig sind und keine geübten Sinne haben, diese Dinge klar machen. Hebräer 5, 11 bis 14. Entsprechend haben wir
manchmal unsere Probleme damit, Gottes Willen zu erkennen, weil wir vielleicht unerfahren sind im Wort der Gerechtigkeit. Ein Gebet ohne Eigenständigkeit, und das beinhaltet eben Ehrlichkeit auch mit sich selbst und anderen, ist dann wirklich nur Geplapper, selbst wenn es sich nett anhören mag. Was wir natürlicherseits oder nur aus frommem Pflichtbewusstsein heraus nicht schaffen können, dazu bringt und führt uns Gottes Geist. Der Geist ist, wie in 1. Johannes 4,6 steht, die Wahrheit. Auch gerade in der Erkenntnis dessen, was wir wirklich wollen und mitunter auch brauchen. Und das ist in allererster Linie der Segen Gottes. Und der beinhaltet eben immer genau das, was wir als eigenständige Persönlichkeit zum rechten Zeitpunkt in der rechten Art und Weise brauchen und benötigen. Und das weiß nur Gott. Aber um zu begreifen, was wir eben nötig haben und brauchen und tatsächlich ersehnen, dazu benötigen wir, wie gesagt, die göttliche Hilfe und die göttliche Wahrheit. Und nur auf diese Art und Weise, wenn es von Gott kommt, kann uns auch alles zum Guten mitwirken und zum Besten dienen. Römer 8,28. Nur auf diese Weise. Nur so können wir im Namen Jesu auch bitten. Johannes 14,13. Und nur so sind wir auch zur Erlösung und zum Heil gekommen. Nur so konnte die gute Nachricht im Evangelium von Jesus Christus die Vergebung unserer Sünden zur Folge haben. Johannes 6,44. Wir haben es erkannt und es dann auch gewollt und schließlich bekommen. Nicht aus uns, sondern durch Gottes Gnade, sein Ziehen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. So, auf diese Art und Weise, sind wir zu Kindern Gottes geworden, die niemand aus Gottes Hand reißen kann. Gott gibt uns das gerne, weil er uns liebt. Was für die Jünger Jesu galt, gilt auch für uns. Lukas 11,1 Herr, lehre uns beten. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen einen guten Jahreswechsel, Hoffnung, Vertrauen und den Mut und den Willen, Gott immer wieder im Heiligen Geist zu suchen, ihn anzubeten, ihn zu bitten, ihn zu fragen, was sein Wille für mein Leben ist, ganz konkret auch im neuen Jahr. Der Herr Jesus segne, beschütze, behüte, bewahre euch, erstärke euch am inneren Menschen und gebe euch Frieden. Amen.